Sauerteig, Sauerteig, Sauerteig. Wie mache ich meine Sauerteig, Sauerteig, Sauerteig. Wie mache ich meinen eigenen Sauerteig? Das möchte ich heute in diesem Video herzeigen. Und zwar fangen wir nur einmal an und dann sind wir fertig. Wie mache ich meinen eigenen Sauerteig? Das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Wir brauchen dafür Vollkornmehl, in unserem Fall da entweder Roggenvollkornmehl oder Weizenvollkornmehl, Wasser, ein Gefäß, ein verschließbares Gefäß mit mindestens 1 Liter Fassungsvermögen und eine isolierte Kiste wie das, so eine Isolierbox oder eine Kühltasche oder etwas anderes, was etwas eine gewisse Zeit isoliert und warm hält. So, wie gehen wir da jetzt vor? Wir werden jetzt den Sauerteig herstellen und zwar besteht Sauerteig nur aus Mehl und aus Wasser. In unserem Fall Roggenvollkornmehl und Wasser und wir werden für diese Prozedur jetzt 4 Tage brauchen. In einem weiteren Video werden wir euch zeigen, wie man jetzt aus diesem Sauerteig, der in diesem Prozess entsteht, ein wunderbares, einfaches Sauerteigbrot backt. Und heute fangen wir an, den Sauerteig zu mischen. So. Wir geben jetzt die Flüssigkeit, das heißt das Wasser, es sollte warm sein, ungefähr duschwarm, das heißt 30 bis 40 Grad in das Gefäß und dieselbe Menge Mehl dazu. Ich habe da jetzt 20 Gramm Mehl und 20 Gramm Wasser. Das Ganze wird verrührt. Hier habe ich jetzt eben Mehl und Wasser im selben Verhältnis. 20 Gramm Mehl und 20 Gramm Wasser verrührt. Und das ist jetzt noch kein Sauerteig, es ist Mehl und Wasser verrührt. Und das wird beginnen sauer zu werden, das wird beginnen zu fermentieren, wenn wir die richtigen Bedingungen schaffen. Und das wäre jetzt auch noch ein bisschen eine wärmere Umgebung, daher die Isolierbox. Ich habe da jetzt schon 2 Töpfe mit warmem Wasser reingefüllt. Das heißt, das Wasser ist da in dem Fall jetzt ungefähr 40 Grad warm, 39,7. Das passt perfekt. Da kommt jetzt der Sauerteig rein und wir lassen ihn da für 24 Stunden stehen. Nach 24 Stunden hat sich beim Sauerteig noch nicht viel getan. Man sieht noch nicht wirklich eine Fermentation. Nach 24 Stunden geben wir wieder frisches Mehl und Wasser hinzu. Wir verdoppeln die Menge. 40 Gramm Mehl und 40 Gramm Wasser. Der Teig kommt jetzt wieder in die Isolierbox, das Wasser wird wieder ausgetauscht, wieder warmes Wasser rein und dann lassen wir es wieder für 24 Stunden fermentieren. Am dritten Tag sieht man jetzt idealerweise schon, wie der Sauerteig zu leben beginnt. Es bilden sich Bläschen, er fängt schon an, säuerlich zu riechen. Und jetzt werden wir wieder doppelte Menge Mehl und Wasser draufgeben. Das heißt in diesem Fall 80 Gramm Mehl und 80 Gramm Wasser. Das Wasser wird wieder gewechselt von der Box, wieder warmes Wasser rein. Der Sauerteig kommt wieder hinein und bleibt nochmal 24 Stunden stehen. Jetzt am vierten Tag
sehen wir doch ganz klar schon eine schöne Entwicklung vom Sauerteig. Wir haben diese Bläschen, er riecht ganz deutlich sauer und wenn man sich das seitlich anschaut, sieht man eben wunderbar diese Bläschen schon. Jetzt das letzte Mal noch Mehl und Wasser drauf, das heißt wieder verdoppeln, hier 160 Gramm Mehl und 160 Gramm Wasser. Dieser Teig wandert jetzt ein letztes Mal in die Isolierbox, warmes Wasser rein, verschließen und wieder 24 Stunden reifen lassen. Jetzt sind wir am vierten Tag angelangt. Das heißt, wir beginnen am ersten Tag mit 20 Gramm, 20 Gramm, 40, 40, 80, 80 und beim letzten Tag dann 160, 160 dazuzugeben und weitere 24 Stunden später ist der Teig vollständig aufgegangen. Man sieht wunderbar die Bläschen, er riecht sauer, er ist wunderbar. Dieser Sauerteig schaut dann eben so aus, ist schön aufgegangen und ist so wieder zusammengefallen. Er ist wirklich sehr aktiv. Was bringt uns jetzt reifer Sauerteig? Mit diesem Sauerteig können wir jetzt Brote backen, ganz ohne Backhefe, sondern wir nutzen die wilden Hefen, die im Sauerteig drin sind. Sauerteig besteht aus verschiedenen Bakterien, Milchsäurebakterien und vielen verschiedenen Hefen. Und diese Gemeinschaft, die ermöglicht uns es, einfach Brot zu backen in einer ganz ursprünglichen Art und Weise. Die Krume wird viel saftiger, die Krusten wird viel knuspriger, es ist die Frischhaltung einfach viel besser. Das heißt, Brote mit Sauerteig binden das Wasser viel besser, sie halten länger frisch und bleiben länger saftig. Wir haben ein Brot, das viel besser verträglich ist. Es ist ein wunderbares Ding. Sauerteig ist super. Wir werden mit diesem Sauerteig, den wir die letzten vier Tage da jetzt gemacht haben, jetzt ein Brot backen und das werde ich im nächsten Video zeigen. Ein einfaches Roggenmischbrot gebacken nur mit Sauerteig. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Herstellen von Sauerteig. Das war jetzt unser kurzes Einführungsvideo. Um es noch einmal zusammenzuholen, wichtig ist Vollkornmehl, entweder Roggen oder Weizen, Wasser, ein Gefäß mit mindestens 1 Liter Füllmenge, eine Isolierkiste oder etwas, was einfach warm hält, warmes Wasser und dann diese ganz einfache Reihenfolge. 20, 40, 80, 160 und am letzten Tag haben wir einen super luftigen Sauerteig, der schaut so aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Herstellen eures eigenen Sauerteigs und würde mich freuen, von euch zu hören.